نصحني أجمعين ثم أما بعد alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Verzeiht uns, liebe Geschwister, dass wir etwas später anfangen. Der Kameramann ist noch so ein bisschen bei der Übung. Wir wollen inshallah ta'ala heute auch fortfahren mit unserem Programm Surat As-Sajda. Und wir sind auf der Seite 416. Das letzte Mal haben wir bis zur 14. Ja, studiert. Und heute inshallah machen wir 15. fortfolgende bis Ende der Seite inshallah ta'ala. Nehmt bitte alle euren Mushaf, damit wir diese edlen Ayat von Allah Azza wa Jal lesen können. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bitte nur etwas die Lautstärke einstellen, damit wir hier in Ruhe Koran lesen können. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Wie ihr wisst, liebe Geschwister, das ist nicht nur die Surat As-Sajda, hier gibt es auch eine Sajda. Die Surah heißt As-Sajda und hier gibt es auch eine Sajda. Und von der Sunna ist, dass man sich niederwirft, bi'idhnillah ta'ala, dass man einmal seinen Kopf auf den Boden legt. Und es gibt ein Bittgebet, inshallah ta'ala, wenn ihr das jetzt auch noch nicht könnt, einfach werfen wir uns jetzt nieder, inshallah, von der Sunna ist in Richtung Qibla und dass man Wudu. Jedes Mal machen, sondern wenn wir das jetzt einmal bei der Sitzung gemacht haben, inshallah ta'ala, ist das ausreichend. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها
قيل لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون نعم das sind die Ayat, die wir heute inshallah ta'ala behandeln werden. In erster Linie die Übersetzung in deutscher Sprache. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukkiru. Nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden, ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn Lob preisen und sich nicht hochmütig verhalten. Na, Allah Azza wa Jalla Subhanahu sagt sinngemäß, nur diejenigen, die an unsere Zeichen glauben. Nur diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, was machen sie, wenn sie diesen Glauben im Herzen verinnerlicht haben? Sie werfen sich vor Allah Subhanahu wa Ta'ala ehrerbietig nieder und lobpreisen ihn mit seiner Subhanahu wa Ta'ala, mit seinem Ruhm, und sie verhalten sich hierbei nicht hochmütig. Allah Azza wa Jalla berichtet uns, nachdem er uns vorher über diejenigen berichtet hat, die Yawmul Qiyamah zu Allah Azza wa Jalla zurückkehren werden und als Kuffar gestorben sind, arrogant waren, hochmütig waren, die Wahrheit anzunehmen hier in dieser Dunya, so werden sie vor Allah Azza wa Jal Yawmul Qiyamah mit gesenkten Köpfen stehen. So ist ihre Stehen vor Allah Subhanahu wa Ta'ala, die Hochmütigen, die hier ihre Köpfe in dieser Dunya erhoben haben und gedacht haben, dass ihnen die Welt gehört und dass sie ein eigener Gott sind für sich selber, so werden sie eines Besseren belehrt von ihrem wahren Gott Allah Azza wa Jal, dem König der Wahrheit. Sie werden vor ihm stehen mit gesenkten Köpfen und sie werden Yawmul Qiyamah Allah nicht anders nennen außer unser Herr. Unser Herr. Nur haben sie es zu spät erkannt, dass Allah Azza wa Jal ihr Herr gewesen ist, nicht nur in der Dunya, sondern vor allen Dingen auch im Jenseits, liebe Geschwister. Und dann haben sie gesagt, oh unser Herr, wir sehen jetzt. Konnten sie in der Dunya sehen? Sie konnten sehen, aber was haben sie nicht gesehen? Die Wahrheit. Wie übel ist es, dass man Gnaden von Allah Azza wa Jal bekommen hat, mit denen man die Wahrheit sehen soll, mit denen man die Rechtleitung sehen soll, und man hat diese Augen genutzt, wal'iyadu billah, um Allah Azza wa Jal zu bekämpfen und Allah Subhanahu wa Ta'ala abzulehnen. So werden sie vor Allah Azza wa Jal stehen, indem sie selber über sich sagen, wir sehen jetzt. Sie konnten sehen, aber sie waren blind in der Dunya. Und wir hören jetzt, wir haben dieses vorgefunden, was wir in der Dunya gehört haben. Wir hören jetzt sehr gut an diesem Tag, denn die Ermahnung war nichts anderes als Wahrheit. So schicke uns zurück zur Dunya, damit wir Gutes tun. Wir sind jetzt überzeugt, dieses Wort jetzt ist leider zu spät. Und so werden sie für ewig in Jahannam gehen. Allah Azza wa Jal mit seiner Hikmah, er hat diesen Leuten nur eine festgesetzte Frist gegeben. Und wir haben gesagt, wenn diese Leute zurückgeschickt worden wären zur Dunya, was hätten sie gemacht? Genau dasselbe. Obwohl sie was gesehen haben jetzt? Die Wahrheit, das Höllenfeuer, wie die Leute im Höllenfeuer bestraft werden, trotzdem hätten sie wieder in der Dunya dasselbe gemacht. Und deswegen sind sie Kuffar und deswegen verdienen sie nichts anderes als das ewige Höllenfeuer. Und deswegen unterscheidet Allah Azza wa Jalla diese Leute von den Gläubigen. Jetzt berichtet Allah Azza wa Jalla uns über die Gläubigen. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukkiru biha. Wahrlich, diejenigen glauben an unsere Ayat, an unsere Zeichen. Wenn sie damit ermahnt werden, was machen sie? Kharru sujjada. So werfen sie sich nieder. So werfen sie sich nieder. Vor wem? Vor Allah Azza wa Jalla. Die Kuffar hingegen haben sich vor allem niedergeworfen, außer vor Allah Azza wa Jalla. Die Gläubigen werfen sich vor niemand anderem nieder, außer vor Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Was machen sie, diese Leute, die Allah Azza wa Jalla hier beschreibt? Das sind Leute, wenn sie an die Zeichen Allahs Azza wa Jalla denken und sie fühlen dabei in ihrem Herzen die Gewaltigkeit Allahs Azza wa Jalla,
so werfen sie sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala, der ihr Herr ist, weil sie wahrlich unterwerfende Diener sind. Und das ist die Unterwerfung, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft. Man kennt die Gewaltigkeit Allahs azza wa jal und man weiß, dass niemand die Macht hat wie Allah azza wa jal und man fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala vor allem und daher werfen sich diese Leute, die am meisten Wissen haben, vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sie werfen sich nieder, wenn sie mit den Zeichen ermahnt werden, liebe Geschwister. Und nicht nur das, sie lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn sie im Sujud sind, was sagen sie? Subhana Rabbi al-A'la oder Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Das sind ihre Worte. Gepriesen sei mein allerhöchster Herr und gepriesen sei mein allerhöchster Herr und ihm gebührt der Lob subhanahu wa ta'ala. Und Allah beendet und sie verhalten sich nicht hochmütig. Anders als die Kuffar. Diese Gläubigen werfen sich nieder vor Allah azza wa jal, denn das ist die Unterwerfung, für die sie sich entschieden haben. Und das war das Richtigste in ihrem Leben, wofür sie sich entschieden haben. Anders als die Kuffar, die hochmütig sind und denken, dass Allah azza wa jal nicht ihr Herr ist, liebe Geschwister. Daher, es gibt hier eine Stelle und wir sagen, das ist As-Sajdatu Tila. Das heißt die Rezitationsniederwerfung. Es gibt insgesamt 15 im Koran. Die Überlieferung darüber, dass es 15 gibt, die ist schwach, aber es gibt ein Ijma' von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass es 15 Stellen gibt im Koran, wo diese Niederwerfung erfolgen, liebe Geschwister. Und das Urteil über die Niederwerfung bei so einer Stelle im Koran ist, dass dieses eine beliebte Handlung ist. Ist, dass es eine beliebte Handlung ist. Was den Propheten sallallahu alaihi wasallam selber betrifft über diese Angelegenheit mit der Rezitationsniederwerfung, so haben wir, wie gesagt, nichts Konkretes hier diesbezüglich aus der Sunna, weil wir haben gesagt, das ist aber Ijma' von Ahl Sunna wal Jama'a, aber von Umar ibn al-Khattab haben wir ein Athar, radiyallahu anhu wa arda, er las einmal Surat An-Nahl, liebe Geschwister, auf der Minbar, dann kam er an einer Stelle, wo es eine Sajda gab, dann ist er heruntergekommen von der Minbar und hat sich niedergeworfen. Und am nächsten Jumu'ah, wo er ebenfalls dieselbe Stelle erreicht hat, ebenfalls am Jumu'ah, so hat er dieses nicht vollzogen. Er sagte, oh ihr Menschen, wenn ihr an einer Stelle mit der Rezitationsniederwerfung kommt, so ist es besser, dass ihr euch niederwirft. Und wenn ihr es nicht tut, so liegt auf euch keine Sünde. Und wir haben das Bessere gemacht, Alhamdulillah. Deswegen haben wir uns niedergeworfen, liebe Geschwister. Das ist eine Sache, wo man auch sein Herz erziehen sollte, seine Bescheidenheit erziehen sollte, seine Unterwürfigkeit gegenüber Allah azza wa jal demonstrieren sollte. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen. Sie sind Leute, die sind gegenüber Allah azza wa jal unterwürfig, demütig, bescheiden, anders als Kuffar dieses sind. Und deswegen beschreibt jetzt Allah azza wa jal das Beste, was sie gemacht haben, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Allah azza wa jal berichtet uns, dass diese Leute nur sehr wenig schlafen. Das heißt, sie stehen auf in der Nacht. Es kann das Isha-Gebet sein, es kann das Nachtgebet sein, wie auch immer, diese Leute stehen auf zum Gebet. Und inshallah ta'ala ist hier das Isha, das Qiyam und Lail-Gebet gemeint, weil in einer Überlieferung, die wir auch letztens studiert haben, im Werk von Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal die Abwabul Khair aufgezeigt hat, dann sagte er, wa, und womit ermahnte er ihn? Mit dem Nachtgebet. Mit dem Nachtgebet. Und dann hat er welche Eier gelesen? Diese Eier. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ihre Stellen weichen von der Seite, bedeutet, sie stehen auf. Und in der Zeit, wo die anderen schlafen, so erheben sie sich, weil sie begehren Allah azza wa jal und sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur, indem sie sagen, Allah ist ein barmherziger Herr und er wird nur mit uns barmherzig sein
und sie dienen Allah Azza wa Jalla nicht, indem sie sagen, Allah ist nur ein strafender Herr, sondern Khawfa wa Tama'a. Sie dienen Allah Azza wa Jalla in Angst und in Ehrfurcht. Und es gibt Leute, wal'iyadu billah, die wollen diese Eigenschaft von Allah Azza wa Jalla subhana hinwegnehmen, dass man sich ängstigen sollte vor Allah Azza wa Jalla. Nein, dieses ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, فَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. So fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Und daher sagen die Ulama über diese Aya, fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Die Furcht ist eine Bedingung des Glaubens. Damit der Glaube richtig ist. Denn wenn du die Furcht nicht hast, sag mir bitte, was treibt dich zu den guten Taten, wenn nicht die Furcht? Was treibt dich dazu, dich von den Sünden fernzuhalten, wenn nicht die Furcht? Es gibt Leute, der sagt, Liebe, 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 ja, subhanallah, Liebe ist mit drinnen. Aber die Angst ist natürlich ein Motivator, der uns dazu bewegt, das zu machen, was Allah Azza wa Jalla von uns will. Es ist ja auch nicht immer alles leicht zu verrichten, wozu Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert hat. Aber die Angst ist mit einem Motivator, nicht nur der einzige, sondern auch, dass man die Hoffnung auf die Barmherzigkeit hat. Und so dient ein Diener Allahs Azza wa Jalla Allah mit diesen zwei hauptsächlichen Eigenschaften. Natürlich die Liebe ist die dritte, die auch dazu gehört. Die Gelehrten haben das wunderschön beschrieben. Sie sagen, das ist das Beispiel von einem Vogel. Der Kopf ist die Liebe und die beiden Flügel sind Hoffnung und Angst. Was bedeutet das, Hoffnung und Angst? Wenn du über deine Sünde nachdenkst, dann bebt dein Herz. Und du fürchtest dich vor der Strafe Allahs Azza wa Jalla und bittest daraufhin Allah um Vergeben. Wer von uns sündigt nicht? Wer von uns lebt wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Niemand. Deswegen, weil wir alle Sünder sind und weil wir Fehler machen, absichtlich oder unabsichtlich, wir bitten Allah Azza wa Jalla um Vergebung in der Hoffnung, dass er uns vergibt. Und das andere ist die Hoffnung, dass wenn wir über das Paradies hören, über die Belohnung hören von Allah subhanahu wa ta'ala, so begehren wir, zu den Leuten des Paradieses zu gehören, die all das Wunderschöne von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen werden. So vereinen wir die Angst und so vereinen wir ebenfalls, liebe Geschwister, die Hoffnung. Der gesamte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie es in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt, das ist eine wunderschöne Überlieferung. Er kam einmal zu einem jungen Mann herein, der im Sterbebett lag. Dann fragte ihn der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, wie es ihm geht. Er sagte, o Gesandter Allahs, ich fürchte mich vor dem, was ich gegenüber Allah azza wa jalla gemacht habe. Und ich hoffe auf seine Barmherzigkeit, dass er mir vergibt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, kein Diener, der diese beiden Dinge im Herzen vereint, das heißt Khauf wa Tama, das heißt Angst und Begehr, kein Diener, der diese beiden Dinge im Herzen vereint, außer dass Allah azza wa jall ihm vor dem schützt, wovor er sich fürchtet und ihm das gibt, was er begehrt. Deswegen, liebe Geschwister, es ist falsch, wenn man im Todesbett liegt, dass man nur an was denkt? Nur an die Strafe Allahs Azza wa Jalla. Nein, vor allen Dingen im Zustand des Todes sollte man sehr viel Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs haben. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, la yamutanna ahadakum hatta yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Niemand von euch soll sterben, bis er eine gute Vermutung über seinen Herrn hegt, subhanahu wa ta'ala. Du sollst eine gute Vermutung haben, besonders wann? Kurz vor dem Tode, weil der Shaitan ist da und will dir was nehmen? Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und weil sie diese Eigenschaften hatten, dass sie gute Werke gemacht haben, dass sie, liebe Geschwister, von dem ausgegeben haben, was Allah Azza wa Jal ihnen als Risk, als Gnade von sich ausgegeben hat, so werden sie
das Paradies bekommen, bi'idhnillah ta'ala. Sie haben die Zakat entrichtet und sie haben Sadaqa gegeben, freiwillig, ohne dass sie dazu gezwungen waren. Das haben sie gemacht für Allah Azza wa Jalls Angesicht. Und heute sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegt. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla beschreibt den Zustand, der den Paradiesbewohnern einzig und alleine zukommen wird. Niemand von den Seelen weiß, was Allah Azza wa Jalla für sie verborgen hat an Belohnung, an Genuss, an Schönheit. Niemand weiß das. Das ist der Lohn für diejenigen, für das, was sie getan haben. Das heißt, liebe Geschwister, dieses ist eine frohe Botschaft für die Gläubigen. Und dieser Koran ist auch eine frohe Botschaft für uns Gläubigen, damit wir auch den Lohn Allahs Azza wa Jalla kennen. Allah verspricht hier, und wer ist wahrhaftiger als Allah, wenn du in das Paradies hereinkommst, so wirst du alle Genüsse leben, die Allah Azza wa Jalla dir zur Verfügung stellt. Und Abu Huraira radiallahu anhu berichtet in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah Azza wa Jalla seinem Herrn berichtet. Er sagte: "A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Allah sagt, Allah sei Herr, ich habe für meine rechtschaffenen Diener." Für wen? Für meine Diener? Für meine rechtschaffenen Diener. Schaut mal, subhanallah, die Religion ist exakt. Etwas vorbereitet. Ma la aynu ra'at, was noch nie ein Auge zuvor gesehen hat. Hast du einmal ein Haus aus Perlen gesehen? Wo? Sag es mir. Hast du einmal gesehen, dass es einen Baum gibt, dessen Stamm Gold ist? Hast du sowas schon mal gesehen? Hast du eine Hur al-Ayn gesehen? Wenn man sie sieht, dann würde man sterben an ihrer Schönheit. Aber weil Allah einem das ewige Leben geschrieben hat, so stirbt man nicht. Wie meine Ibn Dinar rahimullah ta'ala sagte. Das haben wir hier mit unseren Augen nicht gesehen. Bedeutet, alles, was du Schönes hier gesehen hast in der Dunya, du hast tatsächlich noch nichts gesehen. Noch nichts. Und gibt es schöne Dinge hier in der Dunya? Es gibt doch hier schöne Häuser, wo du sagst, mir würde dieses Haus reichen als Paradieshaus. Ja, weil wir arme Seelen sind und nicht verstehen, was es im Paradies gibt. Wer immer nur bei Ikea war, der weiß nicht, was es bei Möbelkraft gibt. Oder? Möbelkraft ist besser als Ikea. Ja, aber ich hasse Ikea. Da gehst du rein und kommst nicht mehr raus. Die haben das exakt für Frauen hergerichtet. Ich bin mir sicher, das System hat eine Frau gemacht. Möge andere zu bewahren. Wer nichts kennengelernt hat in dieser Dunja, was soll er sich wünschen? Und ich meine es so, wie ich es meine. Wer nichts Schönes hier gesehen hat, kann er sich was Schönes vorstellen? Ich gebe euch nur ein Beispiel. Damals, als der Osten geöffnet wurde, als die Mauer, okay, ich beschreibe das jetzt nicht so genau, manche kriegen da gleich schlechte Gefühle, dass die Mauer sozusagen zwischen den beiden Staaten gelöst wurde und es eine Einheit gab. Es gab Leute, die haben nie Bananen gesehen, ja? Im Osten kannte man keine. Ich meine das im Ernst. Sie wussten nicht, was Bananen sind. Bananen, die gelbe, krumme Sache. Warum ist die Banane krumm im Übrigen? Warum das noch? Warum ist die Banane krumm? Ja, sieh. Allah so weiter. Allah, wegen der Sonne. Allah, deine Erklärung. Er hat doch gesagt, weil Allah es so wollte. Subhanallah. Warum sind manche Gedanken krumm, Ahmed? Die kannten keine Banane. Als sie die erste Banane gegessen haben, die dachten, die wären im Paradies. Und das war nicht mal eine Chiquita-Banane. Das war nicht mal eine besondere Banane.
dann dachten sie, wow, das habe ich noch nie gegessen. So, und die Wissenschaftler, die Wirtschaftswissenschaftler, die nennen das ein latentes Bedürfnis. Was heißt ein latentes Bedürfnis? Du wusstest vorher nicht, was eine Sache war, aber als du sie kennengelernt hast, wolltest du sie nicht mehr loswerden. Was haben wir denn kennengelernt? Was denn? Wedding? Kreuzberg? Tempelhof? Was haben wir kennengelernt? Wer von uns war schon einmal in einem Palast aus Glas? Wer? Niemand. Deswegen, was wünschen wir uns? Wir haben keine Ahnung, was gut ist. Wir haben so ein paar Standardsachen, die wir kennen, und das ist für uns alles. Keine Ahnung. Und daher, liebe Geschwister, du kannst niemals wissen, was gut ist, wenn du nicht das Gute kennst. Schaut mal, sogar die Überlieferung bei Al-Bukhari, wo ein Mann vor Allah Azzawajal stehen wird, und das wird der ärmste Paradiesbewohner sein. Allah Azzawajal wird ihn sagen, Tamanna, wünsch dir was. So wird er sich wünschen, aber er hat nicht viele Wünsche. So heißt es in der Überlieferung, so erinnert Allah ihn daran, was er sich wünschen soll. Der hat nichts, der weiß nichts, der kennt nichts. Wie sollst du dir, was ist das Transportmittel im Flugzeug, das Transportmittel in Jannah? Was? Pferd. Ein weißes Pferd mit Flügeln, bestückt mit Smaragden und Rubin. Ja, aber kein Diesel. Kein Fahrverbot. Nichts. Weil, wer kann sich sowas vorstellen? Das sind Sachen, die hat das Auge zuvor nie gesehen. Und auch, was noch nie ein Ohr gehört hat. Wenn du hier diese verrückten Lieder hörst von diesen verrückten Menschen, dann könnte der eine oder andere sagen, das ist für mich ein Genuss. Warte ab, bis du in einem Jannah bist und zwei Paradiesjungfrauen werden eine am Kopfende sitzen und eine an deinen Beinen sitzen und sie werden dir etwas vorsingen, Mutter. Okay. Glaub mir, du wirst das Lied auch kennen. Was wirst du hören im Paradies? Das ist das, wonach wir streben sollten, liebe Geschwister. Und was in keiner Herzensvorstellung vorkommt, das Schönste, was du dir im Herzen vorstellen kannst, was wirst du bekommen, aber besser und vollkommener, als wie du es dir vorstellst. Es kam eine Frau zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und sie sagte zu ihm, ja Rasulallah, wie die Frauen in dieser heutigen Zeit, ich habe das Gefühl, dieses Paradies ist nur für die Männer. Warum? Weil die Beschreibung oft sind für Männer. Und das ist alles mit der Hikma von Allah Azza wa Jalla. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesagt? Ja, das stimmt so. Nein. Er hat ihr diese Ayah gelesen. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Keine Seele weiß, was Allah an verborgenen Dingen für diese Seele zurückhält oder vorenthält, als Lohn für das, was sie begangen haben. Eine Frau, die schlau ist, was sagt sie sich jetzt? Was sagt sie sich jetzt? Ich weiß immer noch nicht, was ich bekomme. Ist das ihre Antwort? Sondern ich werde bekommen, was ich begehre. Halas, frag nicht mehr. Ja, warum bei euch die Paradiesjungfrauen? So ist das. So ist das. Aber wer hat dir gesagt, du bekommst nicht, was du begehrst? Glaubst du Allahs Versprechen nicht? Subhanallah, manche tun so, als ob sie Allahs Versprechen nicht glauben. Und eine Frau bekommt, was sie bekommen soll. Alles, was sie begehrt. Reicht das oder reicht das nicht? Wenn Allah dir sagt, du bekommst, was du begehrst, fragst du noch, aber iPhone, aber 2 iPhone, aber 3 iPhone, fragst du noch? Du fragst nicht, weil es reicht dir, dass Allah dich zufriedenstellen wird. Kann Allah uns zufriedenstellen? Bei Allah. Und nur Allah Azza wa Jalla. Deswegen eine Frau fragt dann nicht mehr, was sie bekommt. Du bekommst, was du begehrst. Selbst die Frau, liebe Geschwister, die in dieser Dunya nicht geheiratet hat. Yassin, die in dieser Dunya nicht geheiratet hat. So stirbt sie, aber als gläubige Dienerin. Wen heiratet sie? Sie heiratet einen jungen Mann, der ebenfalls in dieser Dunya gelebt hat und nicht verheiratet war. Allah wird sie miteinander im Paradies heiraten.
Subhanallah. Was willst du noch mehr? Was willst du noch mehr? Und eine Frau wird zufrieden sein mit ihrem Mann. Ja, aber ich bin damit nicht einverstanden, dass er 50 andere... Wen interessiert das? Glaubst du, du tickst hier wie im Paradies? Dort wird das, was hier krumm war, gerade sein. Und ich meine das so. Wallahi, ich krieg Anrufe von Schwestern, a'udhu billah, die sagt zu mir, ich will nicht, dass mein Mann über Hurul Ain erzählt. Ich bin da eifersüchtig. Wie bitte? Ich bin eifersüchtig, sagt sie. Ich sage, bist du im Paradies? Nee, ich will auch nicht, dass der andere Hurul Ain bekommt im Paradies. Ist das deine Bestimmung? Hast du bestimmt, was es im Paradies für die gläubigen Diener gibt und was nicht? Deswegen, manche bewegen sich auf sehr gefährliches Fahrwasser, liebe Geschwister. Wallah al-Azim, das ist sehr gefährlich manchmal. Diese Reihe kann manchmal bis zum, wo enden? Bis zum Kufr. Dass man unzufrieden ist mit dem, was Allah azzawajal für einen bestimmt hat. Deswegen sei zufrieden. Allah wird dich zufrieden machen. Das reicht dir. Und dich auch, Diener Allahs. Allah wird dich zufrieden machen. Mit was? Du wirst schon sehen. Wenn du im Paradies bist. Möge Allah azzawajal uns allen das Paradies geben. Aber was sollen wir darüber reden, wenn wir noch nicht im Paradies sind? Was ist unsere Aufgabe hier? Ha? Wir erinnern uns mit dem Paradies, aber träumen wir? Wir sind keine Träumer, sondern jetzt kommt der Endteil, Jaza'an bima kanu ya'malun, als Lohn für das, das Paradies, was sie getan haben. Ah, nicht, was sie erträumt haben. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla in Surat An-Nisa, Laysa bi'amanikum. Das ist nicht nach eurer Wunschvorstellung, dass ihr was bekommt, das Paradies. Das ist nicht nach eurer Wunschvorstellung. Und auch nicht nach den Wunschvorstellungen von Ahlul Kitab, die dauernd denken, wir sind die Paradiesbewohner. Derjenige, der Schlechtes tut, so wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Oder ich wundere mich nach so einer Eier, dass einer kommt und sagt, ja, ich bete nicht, ich faste nicht, ich lese keinen Koran, ich gedenke Allahs nicht, aber mein Herz ist sauber. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Man ya'mal su'an yujzabi. Wer Schlechtes tut, so wird er dafür bestraft, zur Rechenschaft gezogen. Ja, dann soll mir dieser Abu Mu'min, der ein sauberes Herz hat, erklären, dass er nicht darüber Bescheid weiß, dass er die schlimmste Sünde macht, wenn er nicht betet. Was ist die schlimmste Sünde? Wenn er nicht betet, das ist was, was er macht? Kufr. Unglaube. Ist das so schlimm? Wir erklären dir, wie schlimm das ist. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, ittafaqa al-ulama. Die Ulama haben eine Übereinkunft, alle Ulama, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, schlimmer ist als einer, der eine Seele tötet, als einer, der Alkohol trinkt, als einer, der klaut, als einer, der Zina macht. Yani, bitte wollen wir immer noch darüber reden, dass du ein sauberes Herz hast. Er betet nicht. Wie heute, wenn einer stirbt, du sagst ihn, du fragst die Angehörigen, war er ein Betender? Man sagt dir, Wallahi, er war so gut zu seiner Familie. Er hat immer eingekauft bei Lidl, dreimal am Tag. Der hat denen alles gegeben. Der hat. Der zählt dir 100 Dinge von der Dunja. Hat er gebetet? Nur das nicht. Nur das nicht. Nur? Wenn es nur ist, dann Khalas. Nur? So, dieses nur heißt kleiner Kufr oder großer Kufr bei manchen Gelehrten. Nur. Wallahi, wenn er seiner Familie nichts gekauft hätte, aber er hätte gebetet, wäre er besser dran gewesen oder nicht? Was nicht heißt, dass man seiner Familie nichts kauft, aber nicht, dass die Geizigen sich jetzt freuen. Das heißt, wir kriegen das Paradies für was? Für unsere Taten. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dieses ist das Paradies, welches ihr geerbt habt für das, was ihr getan habt. Abu al-Bara, kriegen wir das Paradies nur, wenn wir das Gute getan haben? Wenn du das Gute tust, dann erst hast du überhaupt was? Die Chance. Die Chance, in das Paradies hereinzugehen.
Abul Bara erzählt uns nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand kommt in das Paradies herein durch seine Taten. Richtig. Weil auch wenn wir gute Taten machen, sie sind niemals gerechtfertigt, um was? Um das Paradies zu bekommen. Aber wenn wir die guten Taten machen, dann erst haben wir eine Chance auf das Paradies, sonst nicht. Aber was will jemand sagen, der keine guten Taten hat? Leise wie Ananie. Und was für eine wunderschöne Eier. Das Paradies ist nicht nach euren Wunschvorstellungen. Nur weil ihr euch das Paradies wünscht, so werdet ihr es bekommen bei Allah. Das wird nicht so sein. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen Anstrengungen zeigen für das Paradies. Und ich möchte nur ein Wort dazu sagen. Erlaubt ihr mir, ein Wort dazu zu sagen, liebe Geschwister. Aber nein, das ist so wichtig. Welche Tat kannst du von dir behaupten, dass du diese Tat gemacht hast und sagst, aufgrund dieser Tat wünsche ich mir so das Paradies? Hast du einmal so lange Niederwerfung gemacht, dass die Leute gedacht haben, dass deine Seele schon hochgestiegen ist zur Oase? Hast du einmal so lange Niederwerfung gemacht? Urwa ibn Zubair radiallahu anhu, er sagte, ich bin einmal, das war nach dem Tod vom Propheten, ich bin an Aishas Haus vorbeigegangen und er hat so durch die Seite gesehen, dass Aisha im Sujud war. Er sagte, ich habe meine Sachen erledigt, auf dem Markt kam zurück, sie war immer noch im Sujud, subhanallah. Bei manchen, der tippt den Boden an und gleich hoch. Der hat nicht mal Zeit für dreimal subhanallah al-Adi. Oder? Subhanallah al-Adi. Manchmal muss man ja immer nachforschen. Wie? Das ist Raghba. Das ist wirklich Eifer, damit du sagst, okay, wenn, dann vielleicht mit dieser Tat. Vielleicht hast du einmal so viel gespendet, dass du gesagt hast, subhanallah, Allah hat mich zu so einer Spende geleitet. Ich meine jetzt mehr als 50 Cent. Ja? Weil manche, der gibt 50 Cent und dann lehnt er sich zurück in seinen Fernsehsessel. Er sagt, niemand war besser als ich. Niemand. Und der ist überzeugt davon, ja. Manche, sie, subhanallah, weinen so über die Ehrfurcht Allahs Azza wa Jal, dass du nicht mehr ihr Herz ruhig kriegst. Und ich frage euch, wo sind unsere Taten, wo wir sagen, ha, wenn dann diese Tat war eine besondere Tat, damit wir in das Paradies hereingehen. Wo sind diese Taten? Ja Allah, gebe mir eine Frau. Ja Allah, gebe mir Geld. Ja Allah, gebe mir Dunya, Dunya, Dunya. Vielleicht auch Playstation. Manche Leute, sie bitten Allah nur um Dunya. Natürlich, wir bitten Allah Azza wa Jal, nur Allah Azza wa Jal, richtig. Aber er bittet Allah, nur die Frage ist, was macht er für Allah Azza wa Jal? Es geht nicht nur darum zu bitten, bitten, bitten. Wallahi, wisst ihr, was das Bittgebet von manchen Dienern ist? Gläubigen Dienern. Oh Allah, sei zufrieden mit mir. Er fügt dem nichts hinzu. Und ich sage, Allahumma arda anna. Sei nur zufrieden mit uns. Wir wollen nichts. Dunya interessiert uns. Interessiert uns nicht. Und es wird gesagt, und mittlerweile kennt ihr mich, wenn ich sage, es wird gesagt, so gibt es eine Riwaya darüber. Und manchmal ist es schwer, eine Sache auf den Authentizitätsgrad festzustellen. Salim ibn Omar, radiallahu anhu, der Sohn von Ibn Omar. Er war einmal in Masjid al-Haram. Und das war in der Zeit, wo Omar ibn Khattab Khalifa, radiallahu anhu, war. Und Omar ibn Khattab ist natürlich von ihm was der? Der Opa. Er sagte zu ihm, Omar ibn Khattab, als er ihn in Masjid al-Haram gesehen hat, im Haus Allahs, alaka haja, hast du ein Bedürfnis? Kann ich irgendwas für dich tun? Und als Khalif hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten als ein normaler Bürger. So fragte Salim ihn, radiallahu anhu, von der Dunya oder von der Akhira? So sagte Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, du weißt, er sagte, soll ich im Hause Allahs von jemand anderem außer von Allah bitten? Soll ich im Hause Allahs von jemand anderem außer von Allah bitten? Dann ist er gegangen, Salim. Die Leute sind ihm nachgegangen und haben ihm gesagt, irgendein Wunsch. Er sagt zu ihnen,
von der Dunya oder der Akhira? Sie sagen, du weißt, die Akhira hat nur Allah in der Hand. Dann hat er ihnen gesagt, Assalamu alaikum. Was wollt ihr? Die Akhira. Wollt ihr mir Dunya geben? Interessiert mich nicht diese Dunya. Was soll ich mit Dunya spielen? Was soll ich mit Dunya? Das heißt nicht, dass man auf die Dunya gänzlich verzichten muss, nein. Aber jetzt in deinem Herz, was ist dein größeres Verlangen? Dass du hier in der Dunya alles bekommst oder dass du lieber das Paradies bekommst? Was ist dein größeres Verlangen? Das ist die Frage. Und unser größtes Verlangen müsste sein, dass wir was bekommen? Das Paradies, weil das, was hier in der Dunya ist, wird vergehen. Kullu man alayha fan. Alles auf dieser Dunya wird vergehen, liebe Geschwister. Daher der Schlaue, er ist derjenige, der es bevorzugt, das zu bekommen, was er am meisten begehrt. Und das ist das Paradies. Wallahi, was man dir hier auch gibt von der Dunya. Schaut mal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Muslim, ein Mann wird genommen, Yawmul Qiyamah. Dann wird er, und dieser war der Mann, der am meisten in dieser Dunya genossen hat. Was heißt genossen hat? Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Mann hier am meisten genossen hat, dass er hier alles wirklich genossen hat, was man nur genießen konnte. Dieser wird nur einen Moment in Jahannam eingetaucht und wieder rausgenommen. Dann wird er gefragt, hast du jemals Gutes erlebt in der Dunya? Er sagt, bei Allah, meinem Herrn, nein. Subhanallah. Was für eine Dunya ist das, bitte schön? Welche Dunya ist das? Und ein anderer, der am elendigsten gelebt hat, aber er war was? Er war ein Gläubiger. Dieser wird für einen Moment im Paradies eingetaucht. Und dann wird er gefragt, hast du jemals Schlechtes erlebt in der Dunya? Er sagt, bei Allah, meinem Herrn, nein. Allahu Akbar. Was ist das für ein Paradies? Und was ist das für ein Höllenfeuer? Deswegen der Gläubige, er möchte nur das Paradies, liebe Geschwister. Die Dunya-Sachen sind ihm nicht wichtig. Ist denn jemand, der gläubig ist, wie jemand, der ein Frevler ist? Sie sind nicht gleichzustellen. Ist jemand, der gläubig ist, wie ein Frevler? Natürlich, nachdem Allah beide Seiten aufgezeigt hat. Wir haben gesehen, was diese Leute an Strafe bekommen, die Kuffar. Und wir haben auch jetzt gehört, was die Leute des Iman, des Glaubens, an Belohnung kriegen werden. Sind diese beiden gleich? Ist das Paradies wie das Höllenfeuer? Ist der Genuss wie die Schmerzen, die zu erleiden sind, im Höllenfeuer? Deswegen, im Höllenfeuer, wal-iyadu billah, was werden sie bekommen? Sie werden Essen und Trinken aus Feuer bekommen. Und ihre Kleidung wird aus Feuer sein. Aus Feuer. Und die Athiabu min nar. Ihre Kleidung wird aus Feuer sein. Ihr Schlafplatz, sowohl ihre Matratze als auch ihre Decke wird aus Feuer sein. Was ist das für ein Leben? Und die Strafe wird ihn nicht gemindert. Wird ihn nicht gemindert. Das heißt, dass du verstehen musst, was, die sind nicht gleich. Der Höllenbewohner ist niemals wie der Paradiesbewohner. Allah hat den einen geehrt und den anderen erniedrigt. Wenn er auch diese Dunya jeden freigestellt hat. Aber es gibt eine Akhira, wo es absolute Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala geben wird, liebe Geschwister. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Was nun diejenigen angeht, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird es für sie Gärten der Zuflucht zur gastlichen Aufnahme geben für das, was sie zu tun pflegt. Allah berichtet hier nochmal, diejenigen, die Gutes getan haben, die gläubig waren und Gutes getan haben, so werden sie eine gastliche Aufnahme bekommen. Das ist, dass sie das bekommen werden, was Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala ihnen versprochen hat, liebe Geschwister. Das, worum sie ihn gebeten haben in dieser Dunya. Und viele Leute dachten, dass dieses nicht eintreffen wird. Aber bei Allah, Allah Azza wa Jal, er wird ihnen ihren Lohn geben, den sie von ihm so sehr begehrt haben. Und auch natürlich als Folge von den guten Taten, die sie gemacht haben. Und diejenigen... Was aber diejenigen angeht, die freveln, so wird das Höllenfeuer ihr Zufluchtsort sein. Jedes Mal, wenn sie aus ihm herauskommen wollen, werden sie da hinein zurückgebracht und es wird zu ihnen gesagt, kostet die Strafe des Höllenfeuers, die ihr für Lüge zu erklären pflegt.
Na, Allah Azza wa Jal, er berichtet uns genauso von denjenigen, liebe Geschwister, die gefrevelt haben. Al-Fisq im Arabischen, Fasaqa, Yafsuqo, bedeutet Frevel im Deutschen übersetzt. Aber was bedeutet das hukummäßig? Kharaja an ta'ati Allah. Er ist wo? Aus der, an ta'ati Allah. Was ist ta'a? Die Gehorsamkeit. Was macht er gegenüber Allah an Gehorsamkeit? Nichts. Dieser hat sich entfernt von der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er ein Frevler. Was ist ein Frevler? Ein Frevler ist jemand, der nicht betet. Das ist ein Frevler. Einer, der nicht betet, ist ein Frevler. Einer, der nicht fastet, ist ein Frevler. Einer, der öffentliche Sünden macht, ist ein Frevler. Und schaut mal, dieser Frevler hat im Islam keinen Schutz. Was heißt, hat keinen Schutz? Es gibt keine Riba bei einem Frevler. Wenn jemand ein Frevler, ein Fasik ist, es gibt keine Riba über ihn. Nicht aufgrund der Überlieferung bei Al-Bayhaqi, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, es gibt keine Riba über einen Frevler. Nein, diese Überlieferung ist daif. Aber viele andere Überlieferungen beweisen klar, dass es keine Riba gibt bei einem Frevler. Ein Frevler ist nicht geschützt von Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, weil er nichts Gutes tut und zudem noch öffentlich sündigt. Und wenn du mit ihm redest, so ist er nicht einsichtig. Aber trotzdem, das heißt nicht, dass du jeden als Frevler bezeichnest. Es kann sein, dass einer nicht betet, wenn du 2, 3 Wörter zu ihm sagst. Was macht der danach? Er betet, zudem kannst du kein Frevler sein. Nein, deswegen auch aufpassen mit diesem Begriff, liebe Geschwister. Und dann beschreibt Allah Azza wa Jal über das Ausgang von diesen Höllenbewohnern, wal'iyadu billah, nicht nur, dass sie im Höllenfeuer sind. Sie werden natürlich bestialische Strafen erfahren im Höllenfeuer. Und jede Strafe bringt den Tod mit sich. Wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, kullama aradu an yakhruju minha, wa'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadhibun. Jedes Mal, wenn sie versuchen, aus dem Höllenfeuer herauszukommen. Warum wollen sie raus? Warum? Sie ertragen die Schmerzen nicht. Yani subhanallah, eine Person, der nur einmal seinen Finger an einem heißen Topf tut, während dieser Topf auf dem Herd ist, wie lange erträgt er das? Nicht mal eine Millisekunde. Er spürt sofort den Schmerz. Weil die schlimmsten Schmerzen sind wo? Auf der Oberschicht, denn da sind die was? Nerven. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, jedes Mal, wenn ihre Häute durchgebrannt sind, wird Allah ihnen wieder eine neue Haut erschaffen. Warum eine neue Haut? Weil wenn sie schon gänzlich durchgebrannt ist, was durchgebrannt ist, da sind die Schmerzen nicht mehr so extrem. Aber wo sind die Schmerzen extrem? An der Oberfläche. Deswegen kriegt er eine neue Haut. Und Allah Azza wa Jalla beendet ja diese Aya. Kostet die Strafe. Das bedeutet, kostet die Strafe, weil das wird sehr schmerzhaft sein. Möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren. Deswegen, diese Leute, die haben keine Ahnung, wenn er nicht mal einen heißen Topf anfassen kann, eine Millisekunde nicht, wie lebt er dann von morgens bis abends und jeder Tag bei Allah ist wie 1000 Jahre? Wie lebt er dann? Der muss die ganze Zeit diese Schmerzen ertragen. Aber manche tun so, als ob es ihnen nichts ausmacht. Morgen werden wir ihnen dieselbe Frage stellen, ob sie im Höllenfeuer zufrieden waren oder nicht. Jedes Mal, wenn sie versuchen, aus dem Höllenfeuer zu entkommen, dann werden sie wieder zurückgebracht. Nicht nur zurückgebracht. Was denkt ihr, was werden die Engel mit ihnen machen, wenn sie versuchen zu flüchten? Diese Sabaniya. Na? Das Höllenfeuer schleifen? Richtig zurückdrängen. Nicht einfach so. Strafe für diese Leute. Und Allah Azza wa Jalla hat diese Höllenbewächter beschrieben. La ya'suna, Allah Azza wa Jalla sagt, قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الله. Und dann beschreibt Allah Azza wa Jalla jetzt die Engel. Ha? Was sagt Allah Azza wa Jalla? عليها ملائكة. Wie sind sie? غلاظ شداد. Strengen Herzens und unbarmherzig.
unbarmherzig. Das heißt, Allah hat sie so erschaffen, dass sie keine Barmherzigkeit in sich tragen. Im Gegenteil, sie werden es lieben, dem Befehl Allahs nachzukommen. Das sind Engel, sie machen nur, was Allah ihnen geboten hat, wie Allah so gesagt hat. Und sie sind unbesiegbar zu dem. Ja, nee, bitte. Was wirst du machen? Bis die Höllenbewohner dann wen bitten werden? Hä? Sie werden zu Malik gehen. Ja, Malik, leg ein gutes Wort bei Allah Azza wa Jalla, damit er uns unsere Strafe verringert. Was sagt Malik zu ihm? Innakum makithun, ihr müsst bleiben. Ich hatte mal so eine Antwort nach so einer Qual. Eine Antwort, die ihm alle Hoffnung zerstört. Sie werden zurückgedrängt in das Höllenfeuer. Und es wird zu ihnen gesagt werden, entweder von Allah oder von den Engeln, es wird zu ihnen gesagt werden, kostet die Strafe des Feuers das, was ihr in der Dunya als Lüge oder für Lüge erklärt habt. Haben sie nicht gelacht über das Höllenfeuer in dieser Dunya? So kostet heute diese Strafe vom Höllenfeuer, worüber ihr euch lustig gemacht habt in der Dunya. Mal sehen, ob ihr euch heute auch noch lustig macht über diese Strafe. Möge Allah uns alle bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns keine Millisekunde im Höllenfeuer bestrafen. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nein. Gibt es Fragen erstmal zum Thema? Wir wissen ja eigentlich, dass jeder Frevler auch noch, also wenn einer ein Frevler ist, dass er noch ein Muslim ist. Jetzt in dem Beispiel kann man sagen, dass er eigentlich, dass diese Gruppe jetzt die Kuffar sind, weil sie ja eine Sache zur Lüge erklärt haben, was eigentlich bestätigt ist? Nein. Wer ist ein Frevler erstmal? Es gibt, liebe Geschwister, im Islam Unterscheidung. So wie wir den großen Kuffar haben, haben wir den kleinen Kuffar. So wie wir den großen Schirk haben, haben wir auch den kleinen Schirk. So wie wir den großen Wulm Unrecht haben, haben wir auch den kleinen Wulm. Ein Muslim könnte kleinen Kuffer, könnte kleinen Schirk, könnte kleinen Wulm praktizieren. Auch ein Fasik, es gibt den großen Fisk und den kleinen Fisk. Große bedeutet immer, man ist raus aus der Religion. Es gibt den großen Nifaq und den kleinen Nifaq. Daher unterscheidet Ahlus Sunnah wal Jama'a zwischen diesen Angelegenheiten. Und der große Fisk ist nicht wie der kleine Fisk. Es kann sein, dass du bestimmte Sachen nicht machst. Aber das bringt dich nicht zu dieser Stufe, wo einer ein Fasik in dem Sinne ist. Daher muss man unterscheiden zwischen diesen Gruppen. Man muss unterscheiden zwischen diesen Gruppen. Und nochmal bitte, allgemein, jemand, der nicht die Gehorsamkeit von Allah Azza wa Jal ausübt und jemand, der auch große Sünde macht, das ist allgemein ein Fasik. Aber wenn wir jemanden aufklären und er unterlässt diese Sachen, dann nennen wir ihn nicht Fasik. Aber wenn er dabei bleibt und er verhält sich uneinsichtig, dann ist dieser ein Fasik. Allahu ta'ala ala wa a'ad. Wann wird sein Fisk dann zum Kuffer? Kann Fisk zum Kuffer führen? Natürlich. Allah Azza wa Jalla sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Und wenn zu ihm gesagt wird, fürchte Allah, so reißt ihm der Stolz zur Sünde hin. Das heißt, er wird arrogant. Er will nicht von dir hören, fürchte Allah. Er sagt sogar zu sich, wer bin ich, dass ich Allah fürchte? So einer, wal-iyadu billah, nachdem man ihn ermahnt hat mit den Worten Allahs, dieser wird ein Kafir. Deswegen sagt Allah, hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Natürlich. Und das ist ja die Gefahr, dass die Sachen, die klein sind, das hört sich niedlich an. Aber das ist nicht so niedlich, wie viele denken. Diese Sachen können alle zum Großen führen. Vom Kleinen zum Großen. Und deswegen soll man alles vermeiden. Wallahu ta'ala wa a'lam. Na, wenn im Internet keine wichtigen Fragen sind, dann inshallah ta'ala beenden wir. Subhanallah wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين